In der heutigen Newsfolge geht es um: Steigt Renault am Ende des Jahres aus der Formel 1 aus? Indianapolis bald wieder im Rennkalender? Darum war Hamilton im USA-Qualifying nur auf Platz 5. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Renault Fans, aufgepasst! Laut F1insider.com geht das Gerücht hervor, dass sich das französische Werksteam noch am Ende diesen Jahres aus der Königsklasse verabschieden könnte. Angeblich wurde im Paddock von Austin darüber diskutiert. Die Sache hat folgenden Hintergrund. Renault hat eine neue Chefin. Ihr Name? Clotilde Delbos. Sie ist seit wenigen Wochen an der Spitze des Konzerns und wird von Staatspräsident Emmanuel Macron persönlich gefördert. 15% von Renault gehören Frankreich. Sie gilt als Gegnerin der Formel 1 und erklärte, dass das Team auf dem Prüfstand stehe. Wenn es so kommen sollte, würden Ricciardo und Ocon ohne Job dastehen und eine Rückkehr von Ricciardo zu Red Bull würde laut Helmut Marko nicht gehen. Was aber gehen würde, wäre eine Übernahme von jemand anderes. Da kommt zum Beispiel der russische Milliardär Dimitri Mazepin, Vater von Formel-2-Pilot Nikita Mazepin, ins Spiel, der für seinen Sohn einen Rennstall sucht. Roger Penske, amerikanischer Unternehmer, hat laut Insidern für etwa 1 Milliarde Dollar nicht nur die gesamte IndyCar-Serie gekauft, sondern auch den Indianapolis Motor Speedway und erwägt eine Formel-1-Rückkehr. Bis zur vollständigen Übernahme dauert es zwar noch, denn zuerst brauchen sie die Zustimmung der zuständigen Behörden, was ungefähr bis Januar 2020 dauern sollte. Die Rennstrecke wechselt bereits zum dritten Mal den Besitzer. Bis 2007 fuhr die Formel 1 dort 8-mal. Könnt ihr euch Indianapolis wieder im Rennkalender vorstellen? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Lewis Hamilton erreichte in der Qualifikation zum USA Grand Prix nur den 5. Platz. Jetzt ist herausgekommen, warum. Es gibt einen Drehschalter unter seiner rechten Hand und dieser verändert die Motorenbremse. Der Schalter hat eine Schutzabdeckung, die versehentlich von ihm abgeschlagen wurde. Jedes Mal, wenn der Brite das Lenkrad bewegte, verstellte er die Motorenbremse. Dadurch verlor er 0,3 Sekunden auf Teamkollege Valtteri Bottas, der auf der Pole stand. Kommen wir zu Mikes Meinung. Das mit Renault halte ich für ein wildes Gerücht, denn vor Monaten hatte ich darüber berichtet, dass sie bis einschließlich 2025 in der Formel 1 bleiben werden. Ich kann mich da aber auch irren und Madame Delbos zieht das knallhart durch. Man weiß es nicht. Eine Rückkehr nach Indianapolis? Naja, ich hätte nichts dagegen. Das Streckenlayout hat so leichte Anzeichen von Mexiko. Warten wir mal ab. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Emre Gündogan. Er schreibt: Ich glaube, dass Kvyat nächste Saison nicht mehr fahren wird und Hülkenberg ihn ersetzen könnte. Es besteht noch eine kleine Chance für Hülkenberg. Nein, Emre, da liegst du falsch. Für Hülkenberg ist es vorbei. Er wird 2020 kein Stammcockpit in der Formel 1 bekommen, weil Alfa Romeo auf Giovinazzi setzt und er Williams abgesagt hat. Wenn Red Bull schon Nein zu Hülkenberg sagt, dann wird Toro Rosso das wohl auch sagen. Außerdem sind Verstappen, Albon, Kvyat und Gasly in den beiden Teams gesetzt. Wir müssen es so akzeptieren, dass das Kapitel Formel 1 für Nico vorbei ist. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.